Sehr geehrte Herren des Informationsdienstes AG Smart, heute sprechen wir über Parasitosen, also über die Auswirkung von Parasiten auf unsere Gesundheit. Ich spreche dort nur am Rande über die Berührungsflächen, über das Interface, über Schnittmengen zu AgilCare, sondern hier geht es darum, Ihnen Informationen zu vermitteln, was dann zum Wissen führt, wie man besser umgehen kann im Verhältnis zu Parasiten. Parasiten sind eine große Gefahr für unsere Gesundheit und eine große Gefahr, dass wir Leben ohne Krankheit nicht verwirklichen können. Aber es gibt klare Handlungsanweisungen und die ergeben sich aus den Informationen, die ich Ihnen heute gebe. Ich werde Ihnen das hier kurz vortragen und unter dem Beitrag sehen Sie dann kurz gefasst ganz klare Rezepte oder andere Handlungsweisen, mit denen Sie das Problem für sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher lesen können. Also, wie erkennt und behandelt man einen parasitären Infekt? Parasitäre Infekte können sehr häufig, häufiger als Sie denken, und können unter Umständen dazu führen, uns ernsthafte gesundheitliche Komplikationen zu bereiten. Die Leiden existieren in verschiedenen Ausführungen, je nach Größe des Parasiten oder ob es sich innerhalb oder außerhalb des Körpers befindet. Es existieren Mikroparasiten, wie wir zum Beispiel das von Malaria kennen. Diese Parasiten sehen wir unter dem Mikroskop. Es existieren aber auch Makroparasiten, wie runde oder flache Darmwürmer, Fadenwürmer, die wir mit bloßem Auge sehen können, natürlich besser. Parasiten können sich nicht nur im Darm aufhalten und dort gefunden werden, wie allgemein angenommen wird, sondern auch in jedem Teil des Körpers, also auch in der Lunge, in der Leber, in den Muskeln, im Magen, im Gehirn, das im Blut, in der Haut und selbstverständlich auch im Auge, auch wenn wir uns das jetzt nicht vorstellen können. Aber das ist nachgewiesen und reproduziert. Die großen Wanderbewegungen der Bevölkerung, die schnellen Transportmöglichkeiten sowie der internationale Handel verringern die Entfernung und normalerweise isolierte Volkskrankheiten werden durch diese Bedingungen zu allgemeinen Erkrankungen. Parasiten, die eigentlich nur in bestimmten Zonen waren, tauchen an anderen Stellen auf, manchmal sehr weit entfernt von ihrem Ursprungsort. Diese Situation wird durch die sozioökonomischen Bedingungen, unter welchen die großen Massen der Menschheit heute auf diesem Planeten leben, begünstigt. Ein hoher Prozentsatz der Welt an parasitären Infekten oder besser gesagt an parasitären Infektionen, welche für 15 Millionen Todesfälle von Kindern jährlich verantwortlich sind. Also jährlich 15 Millionen Todesfälle von Kindern durch parasitäre Infektionen. Zu dieser Tatsache summiert sich, dass die Parasiten verschiedene Mechanismen der Resistenz und Persistenz entwickeln und sie haben in Bezug auf das Immunsystem unterschiedliche Situationen. Das Immunsystem, was sozusagen Abwehrkräfte aktiviert, damit meine ich das Immunsystem des Wirtes. Sie haben also Kräfte, diese Abwehrkräfte, System des Wirtes zu umgehen. Und da sind sie sehr, sehr, sehr gut organisiert, was dann zu chronischen und persistierenden Infektionen führt, weil ja die Abwehrkräfte umgangen werden können. Die Persistenz von Parasiten im menschlichen Wirt verursacht chronische Immunerkrankungen. Also hier reden wir nicht mehr nur über einen Mückenstich oder eine Infektion, wie wir sie auch sagen wir, bei Kinderkrankheiten kennen, sondern es geht um chronische Immunreaktionen, welche zum Gewebeschäden und zu einer Veränderung in der Immunregulation führen können. Das ist ein weites Feld. Ich möchte mich jetzt weiter noch auf die Beschreibung der Parasitosen konzentrieren. Ca. 90% der Weltbevölkerung sind mit einem oder mehreren Parasiten infiziert, wobei die Möglichkeit der Koexistenz von bis zu 5 verschiedenen Spezies in ein und demselben Wirt besteht. Die Gefahr wird akut, wenn die Anzahl der Parasiten den Organismus des Wirts aus dem Gleichgewicht bringt. Am Anfang mit Symptomen schwerer Krankheiten, die in manchen Fällen bis zum Tode führen können.
Da parasitäre Würmer jedoch nicht immer Krankheiten beim Menschen verursachen, hat sich gezeigt, dass eine große Zahl von Personen vollständig als gesunder Überträger wirksam ist. Parasiten sind lautlose Mörder, welche ihre ahnungslosen Opfer töten, ohne dass diese sich überhaupt im Klaren sind, dass diese existieren. Ärzte in Westeuropa und in den USA betrachten oft nicht die Möglichkeit, dass sie infiziert sein könnten. Aber angesichts zum Beispiel der Migration zwischen Kontinenten ist dieses Problem viel weiter verbreitet, als man es sich im Allgemeinen vorstellt. Parasiten sind oft die Ursache ernsthafter Erkrankungen, wie zum Beispiel chronischer Müdigkeit, Fibromyalgie oder Arthritis, welche zu letzter Zeit viel Schaden in unseren Gemeinden anrichtet, die Arthritis. Sehr häufig sind Infektionen im Darm, wobei infizierte Personen große Summen von nutritiven Nährstoffen verlieren. Das übernehmen also die Parasiten, die absorbieren das, wobei es als Nebenwirkung dazu kommt, dass Teile des Magen-Darm-Trakts als Eingangstor für diverse andere Infektionen dienen. Auch Madenwurminfektionen sind nicht selten und diese betreffen keinesfalls nur Personen mit mangelnder Hygiene oder schmutzigen Gewohnheiten. Würmer sind Parasiten, die durch das Verschlucken der Eier in den Darm gelangen, wo die Eier dann schlüpfen. Auf folgendem Wege, und da möchte ich das nur auszugsweise nennen, gibt es Infektionen. Erstens direkter oder indirekter Kontakt zu einer infizierten Person. Das wäre zum Beispiel über sexuellen Kontakt oder über Fäkalien. Zweitens Autoinfektionen, zum Beispiel Analjucken, Handkontakt, Mundkontakt. Das Kratzen in der Analzone kann Eier loslösen. Drittens Mutter-Fötus-Infektion. Viertens kontaminierte gemeinsame Objekte. Und fünftens dann schließlich verunreinigter Boden durch menschliche oder animalische Fäkalien. Ich möchte hier noch hinzufügen, dass ein weiterer Punkt ist der Genuss von rohem oder halbgarem kontaminierten Fleisch. Der Genuss von rohem Fisch. Auch über kontaminiertes Wasser können wir uns mit Parasiten infizieren. Und damit meine ich kontaminiertes Trinkwasser. Der Zustand in Deutschland an vielen, vielen Stellen ist nicht so gut, dass wir von sauberem Trinkwasser noch reden können, obwohl es immer beschworen wird, dass es sich um das bestkontrollierteste Lebensmittel handele, finden wir uns im Wohlstandsvergleich auf gleicher Höhe mit Simbabwe. Ich habe mich nicht versprochen, wir finden es auf gleicher Höhe mit Simbabwe auf dem Platz 55, 56 und haben dort nicht viel Gutes zu berichten. Wir müssen also sehen, dass wir uns achten und diesen Schutz nicht anderen überlassen, die das nur unzureichend erfüllen. Dazu kommt dann letzten Endes auch noch als Infektionsweg der Genuss von kontaminiertem Obst oder Gemüse. In manchen Ländern kann man sich über traditionelle Rezepte infizieren, zum Beispiel Sushi. Wir können einer Infektion durch die Larven der Würmer vorbeugen, indem wir Fisch 12 Stunden lang einfrieren vor dem Verzehr. Also schon das Erste, was wir uns notieren sollten, 12 Stunden Fisch einfrieren vor dem Verzehr. Oft wird schlecht gewaschenes Obst oder Gemüse verzehrt. Es besteht ein falsches Konzept in dem Glauben, dass Obst und Gemüse aus ökologischem Anbau problemlos sei, aufgrund des Verzichts von Pestiziden oder Chemie. Das ist also ein falsches Konzept. Die genaue Gefahr besteht darin, dass Eier oder Larven der Parasiten über den Kompost, der unter anderem aus Tierfäkalien besteht, in die Erde gelangen und von dort auf Obst bzw. Gemüse. Es gibt Eiersorten, zum Beispiel Ascaris, sein Parasit, die problemlos extreme Temperaturen überdauern im Erdreich und das über manchmal 5 Jahre hinweg. Deshalb ist es extrem wichtig, Obst und Gemüse immer gut zu waschen vor dem Verzehr, egal wie gesund sie uns erscheinen. Wir können uns infizieren über kontaminierte Tiere, da spielen also die Haustiere eine große Rolle. Und hier möchte ich nur sagen, dass es wichtig ist, die Entwurmung der Tiere, der Haustiere über 8 Tage vorzunehmen. Das schützt uns, aber wir kommen noch etwas später auch auf das Problem dabei. Die Infektion über Tiere, über kontaminierte Tiere ist auch
in vielen Stellen über einfache Wege möglich, nur nach dem Streicheln eines Tieres immer die Hände mit Seife waschen, bevor man Lebensmittel zu sich nimmt. Die Eier von Parasiten können im Fell des Tieres nämlich haften. Was haben wir für Symptome einer parasitären Infektion? Verschiedene Parasiten und die von ihnen ausgeschiedenen giftigen Rückstände können folgende Symptome auslösen. Hier geht es schon durch meine Formulierung, Sie haben das bemerkt, nicht nur um die Parasiten selbst, sondern auch um die von ihnen ausgeschiedenen giftigen Rückstände. Also da finden wir als Symptom Durchfall oder chronischen Durchfall. Wir finden chronische Verstopfung. Wir finden Gas und Blähungen. Wichtig ist das, wenn es nach den Mahlzeiten auftritt. Wir finden Verdauungsprobleme, wir finden Schmerzen und Bauchkrämpfe, wir finden Hämorrhoiden, Leaky Gut Syndrom, Schleim im Stuhl, Blut im Stuhl, Darmreizung, Darmverschluss, geschwollene Augen, Fieber, Pankreatitis, mangelhafte Absorptionssyndrome, das heißt, mangelhaft wird die Nahrung aufgenommen, die Nährstoffe der Nahrung. Wir finden Ermüdungserscheinungen, Lethargie, Chronic-Fatigue-Syndrom, das sind Schlagworte, die kennen Anwenderinnen und Anwender von Aglicare. Hauterkrankungen und Allergie. Wenn Parasiten die Haut penetrieren, kommt es zu Juckreiz. Wenn sich dann das Hautgewebe entzündet, erhöht das körpereigene Abwehrsystem die Anzahl der weißen Blutkörperchen. Diese Reaktion verursacht Hautausschläge und nach kurzer Zeit stellen sich Allergien ein. Parasiten schaffen durch Ausscheidung ihrer Fäkalien auch Giftstoffe. Die Haut, das größte Organ, versucht durch Ausscheidung dieser Giftstoffe Probleme zu beseitigen, was zu unterschiedlichsten Hautproblemen führen kann. Einige Symptome davon sind trockene Haut, trockenes Haar, sprödes Haar, Haarausfall, Allergien, analer Juckreiz, juckende Haut, Urtikaria, Gelbsucht, Eruptionen, Ekzeme, Hautgeschwüre, Schwellungen und Wunden. Das sind also nur auszugsweise die Symptome, wie es dann nach einer Infektion über die Haut geschieht. Jetzt möchte ich auf einen Bereich kommen, der oft gar nicht mit einbezogen wird in die Problematik von Parasitosen, also wo die Ergebnisse gar nicht auf Parasiten zurückgezogen werden. Das ist aber falsch. Und ich meine Probleme mit Angstgefühlen und Stimmungsschwankungen, also im Bereich der Psyche, der Psychosen. Die physische Präsenz der Parasiten selbst bedeutet eine Störung für den Körper. Der Körper reagiert auf sie während der Ruhezeiten, wie während der Nacht, wenn Parasiten am aktivsten sind. Plötzliches Erwachen sind häufig, insbesondere zwischen 2 und 3 Uhr morgens, wenn dann nämlich gerade die Leber zu dieser Zeit versucht, den Körper von Giftstoffen zu befreien, welche durch Parasiten produziert werden. Wir haben also Schlaflosigkeit, Zähneknirschen, Bettnässen, Sabbern im Schlaf, mehrfach Erwachen in der Nacht. Dann gibt es das Problem von Wachstumsstörungen, Probleme mit Gewicht und Appetit. Da möchte ich nicht weiterhin eingehen, aber wir haben einen weiteren Bereich, den möchte ich Ihnen etwas genauer vortragen, nämlich Muskel- und Gelenkschmerzen. Ergebnis von Parasiten. Parasiten können zu fast allen Weichteilen reisen, vor allem in die Gelenke und Muskeln, wo sie Zysten und Entzündungen verursachen, was häufig mit Arthritis und Muskelschmerzen verwechselt wird. Also, sie erzeugen das nämlich dort. Giftstoffe und Parasiten können sich auch in Gelenken und Muskulatur akkumulieren und verursachen dann Muskelkrämpfe, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Taubheit in den Händen oder Füßen, Schmerzen im Rücken, Oberschenkel oder den Schultern, arthritische Schmerzen, Herzrasen, Fibromyalgie und überhaupt Anfälle. Das ist also sehr bedeutend, sehr verbreitet. Und oftmals werden hier keine Verbindungen zu den Parasiten gezogen, was natürlich fahrlässig ist. Des Weiteren kommt es zu Bluterkrankungen durch die Parasiten. Es kommt zu sexuellen und reproduktiven Problemen. Darauf möchte ich nicht so weiter eingehen. Wichtig wiederum ist für mich, weil es auch oft nicht in Verbindung gezogen wird mit den Ursachen oder mit den Parasiten, die Krankheiten der Atemwege. Die Passage der Larven über die Atemwege oder Larven in den Lungen kann folgende Symptome haben. Gefühl von Ertrinken, Kurzatmigkeit oder Atemstillstand, Dyspnoe, akute Bronchitis, Asthma, Lungenentzündung und auch Reizhusten.
wiederum in Erinnerung diejenigen, die den Workshops von Agile Care hatten, oftmals mit Parasiten zusammenhängen, dauerhafter Husten. Und wenn wir die Parasiten angehen, ganz im Gegensatz zur Einnahme von Medikamenten gegen Husten, haben wir es dann in wenigen Minuten oft schon geschafft, dass der Husten, der über Monate lief oder über Monate zu beklagen war, dass der weg war. Andere Probleme sind zum Beispiel Fremdkörpergefühl im Hals oder Schmerzen, Husten, Brusthusten, verschwommene Sicht, Mundgeruch, Fieber, Atemwegserkrankungen, Körpergeruch und andere Dinge. Dann gibt es noch das Problem der Parasiten bei Kindern, möchte ich hier auch nicht weiter eingehen, dort haben wir häufig eine Wurmbelastung. Aber ich möchte jetzt dazu übergehen, Ihnen Handlungsweisen, um eine erneute Infektion zu verhindern, zu vermitteln. Es ist wichtig, dass alle Menschen und Tiere gleichzeitig behandelt werden, die in der gleichen Umgebung leben, um zu verhindern, dass jemand beim anderen sich wieder infiziert. Eine erneute Infektion könnte über Unterwäsche, Bettwäsche, Handtücher und Haushaltsgegenstände, Spielzeug für Kinder oder Tiere erfolgen, welche in Kontakt mit den Eiern gewesen sind. Händewaschen ist wichtig. Mit einer Temperatur von nicht weniger als 60 Grad Celsius alle Kleidung waschen, die in Kontakt mit intimen Körperstellen waren. Also mindestens 60 Grad sollte das Wasser beim Waschen betragen. Sie müssen alle Bettwäsche und Unterwäsche täglich oder so weit wie möglich waschen. Während der Durchführung der antiparasitären Therapie ist es also notwendig, täglich Bettwäsche und Unterwäsche zu waschen. Betroffene Menschen sollten nicht ihre Badehosen mit anderen Familienmitgliedern teilen und müssen ein Tuch benutzen, um ihren Analbereich zu waschen und ein anderes Tuch für den Rest des Körpers. Sie sollten möglichst mit Unterwäsche und Hosen schlafen, um unfreiwilliges Kratzen in der Nacht zu vermeiden. Auf diese Weise werden nämlich die Eier der Parasiten nicht unter die Fingernägel gelangen. Verhindern Sie, dass Tiere die Ruhestätte von ihren Besitzern einnehmen, wie zum Beispiel Bett, Sofa, Decken und Kissen. Das müssen Sie verhindern, bitte. Gründliches Waschen von Obst und Gemüse ist wichtig und man kann es auch zuvor mit MMS oder CDS für ein paar Minuten mit dem Eichwasser zusammenbringen. Reinigen Sie das Spülbecken mit Alkohol. Die Eier von vielen Parasiten sind immun gegen den pH-Wert von Reinigungsmitteln wie Seife oder Lauge. Es ist wichtig zu beachten, dass gegen Parasiten keine Immunität aufgebaut werden kann. Dies bedeutet, dass Personen, die eine Infektion hinter sich haben, ohne weiteres wieder infiziert werden können. Wir bauen also keine Immunität auf. So, jetzt hätte ich eine von verschiedenen Zyklen von Darmparasiten hier zu bieten. Da könnte ich über Ascaris lumbricoides sprechen, den Spulwurm. Im Abfall von Ascaris liegt bei allen Patienten eine Reproduktion vor. Ein einziges Weibchen kann bis zu 200.000 Eier pro Tag legen. Also die sind dann quasi überall. Dieser Parasit ist sehr häufig in feuchter Umgebung und unter mangelnden Hygienemaßnahmen anzutreffen. Seine Verbreitung trifft die gesamte Bevölkerung, vor allem aber Kinder, welche durch Infektion mit diesen Parasiten ernsthaft und in ihrem Wachstum beeinträchtigt werden können. Diese Infektion ist so ansteckend, dass die Weltgesundheitsorganisation schätzt, ca. 2 Milliarden Menschen sind weltweit infiziert. Also 20% dieser Personen versterben an den Folgen. So, die Eier der Parasiten erreichen den Darm durch den Mund des Wirts. Die Verdauungskräfte lösen die Schale der Eier und setzen so die Larven frei. Diese Larven, sie besitzen große Mobilität, durchdringen die Duodenalschleimhaut mit dem Ziel in Richtung der Leber. Später setzen sie ihre Migration fort in das Herz. Sie erreichen durch den Lungenkreislauf die Lungen bis zum Erreichen der pulmonalen Kapillaren, wo sie gefangen sind. Dort brechen die Larven die Kapillarendothels und dringen in die Alveolen ein. Dann geht es durch die Bronchien und Bronchiolen aufsteigend in den Rachen. Einmal durch die Epiglottis werden diese Larven erneut verschluckt und landen wieder im Zwölffingerdarm, wo sie ihren Reifungsprozess fortsetzen. Dieser Vorgang dauert etwa 2 bis 3 Monate. So kann man berechnen, dass eine Erstbehandlung ca. ein Jahr dauern sollte,
um völlig von Parasiten befreit zu sein. 2 bis 3 Mal pro Jahr in Betracht gezogen werden. Und hier möchte ich auch meine Bemerkung noch einfügen, dass wir somit oftmals schnell nach 1 oder 2 Anwendungen gegen die Parasiten mittels Agilcare Erfolg haben. Aber wir müssen bedenken, dass dieser Prozess ja mehrfach und andauernd in unserem Körper läuft, die Parasiten zu verteilen. Und wir erreichen sie nicht immer. Deshalb können wir auch davon ausgehen, dass wir in größeren Abständen von mehreren Tagen Agilcare anwenden müssen, über ein Jahr oder etwas länger sogar. Seien Sie sich bewusst darüber, dass die Eier durch die Fäkalien in die Umwelt ausgeschieden werden, wo sie auch unter ungünstigsten Bedingungen überleben können, wo die Persistenz des Parasiten bestätigt das. Diese Eier sind beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen, gegen Austrocknung, gegen starke Säuren, gegen Seife, Chlor und Formaldehyd. Der pH-Wert kann also zwischen 2 und 11 liegen und das tut ihnen nichts. Sie bleiben in den Böden zwischen 7 und 12 Jahren wie gepflanzt, denn das bildet ihre Brutstätte, was sie nahezu unverwüstlich macht. Bei der Trocknung werden die Eier im Staub durch Luftströmung transportiert und können eingeatmet und verschluckt werden. In diesen Umgebungen wurden unter anderem Eier gefunden, damit meine ich Nasenschleim, Banknoten, Blumenerde, Hausstaub etc. So, nun könnten wir weiter über den Rinderbandwurm sprechen, wir können den Madenwurm behandeln und jetzt möchte ich aber etwas sagen zur Bedeutung der lebenslangen Entwurmung. Nach dem Prozess der Entwurmung sollten wir mentalisieren, diese Gewohnheit der Entwurmung für den Rest unseres Lebens beizubehalten. Also wir sollen uns geistig mit abfinden, der Entwurmung für den Rest unseres Lebens beizubehalten. Also wir sollen uns geistig damit abfinden, dass wir für den Rest des Lebens entwurmen sollen und damit einen guten Zustand, Gesundheitszustand genießen. Und Sie wissen, ich pflege zu sagen, Leben ohne Krankheit. Also müssen wir uns damit abfinden. Das ist vielleicht einer der schwersten Schritte, dass wir die Entwurmung immer durchführen, ein Leben lang. Unter den Menschen, die Haustiere haben, wird weitgehend der vom Veterinär empfohlene Prozess der Entwurmung alle 3 Monate für ihre Haustiere eingehalten. Die Frage ist interessant, warum Hausärzte nicht über dieses Thema beraten oder Personen über die Existenz, dass die Menschen das gleiche Problem haben und sie warnen. Vielleicht erkennen sie dieses Problem oder ignorieren es sogar, aber wir sollten es wissen. Ja, es gibt ein Entwurmungsprotokoll für 3 Monate. Weisheit unserer Vorfahren verloren. Das alles, finde ich, unsere größten Probleme. Eines der Dinge, die wir vergessen haben, ist, dem natürlichen Zyklus des Mondes für viele unserer Routinen zu folgen. So ist es wichtig, die Behandlung während der 3 Tage des Vollmondes oder des abnehmenden Mondes zu beginnen. Die Wirksamkeit ist höher in diesem Zeitraum des Zyklus, weil ein Großteil der Nematoden zu diesem Zeitpunkt sich im Darm vereinigt, um sich wieder paaren zu können. Also klar ist, haben wir es gelernt, spätestens jetzt gelernt, die 3 Tage des Vollmondes oder des abnehmenden Mondes, dort sollen wir beginnen. Während der Behandlung, vor allem am Anfang, sind tägliche und fortlaufende Einläufe mit MMS absolut notwendig, sowie das Abführen mit Rizinusöl, ein Abführmittel aus Mineralsalzen wie Epsensalze oder eine Zubereitung aus Kräutern wie Sennblättern. Umwurmung von großen Parasiten, insbesondere Nematoden wie dem runden Ascaris. Immer wieder kommt der Ascaris. Diese Behandlung ist höchst wirksam bei den meisten Nematoden, aber möglicherweise nicht wirksam gegen Zestoden, wie in diesem Fall der Familie der Bandwürmer. Im Falle eines Befalls durch Taenias ist ein wirksames Medikament die Niclosamide und ein sehr wirksames Medikament gegen die Parasiten, weil es selbst gering toxisch ist. Also Niclosamide hier hervorzuheben. Und dann folgt hier ein Tagesablauf über mehrere Tage, was wir dort zu tun haben, über 2, 3 Monate und länger. Es folgt auch dann die Klärung der Folge,
was wir zum Beispiel an Materialien einsetzen müssen. Das sind also ganz klare Hinweise und die lesen Sie in diesem Beispiel von. Das sind also ganz klare Hinweise und die lesen Sie in diesem Dokument nach. Der Nachweis zum Beispiel von Parasiten im Stuhl. Es ist erforderlich, die Würmer durch direkte Beobachtung des Stuhls nachzuweisen. Dafür nehmen wir eine Plastikschüssel mit nicht sehr großem Durchmesser und einen Stock, um im Stuhl eventuell Parasiten auszumachen. Ein Mikroskop kann uns helfen, wir können einen Einlaufschwamm verwenden und wir können mit Medikamenten entwurmen. Darüber nachzulesen in dem herunterladbaren Dokument, was Ihnen als PDF hier unter dem Video oder Audio ich Ihnen zur Verfügung stelle. Es gibt Pflanzen und Mineralien zur Entwurmung. Also ein für mich immer wieder sehr interessantes Gebiet, darüber etwas zu hören, was Pflanzen und Mineralien können. Hier geht es um Entwurmung. Das Problem von Parasiten ist und bleibt ein wichtiges Anliegen für viele Kulturen auf der ganzen Welt. Seit undenklichen Zeiten haben die Menschen diese Art der angreifbar. In vielen Ländern ist die Existenz dieser Pflanzen unbekannt und macht uns so mit angreifbarer. Existieren überhaupt nützliche Mineralien, natürliche Substanzen, die im Kampf gegen Parasiten auf verschiedene Arten angewendet werden können? Bentonit, ich erinnere, Naturzeolith, oft ein Thema in unseren Informationen, also Bentonit, Kohle, gemeiner Ton oder Kieselgur sind die wichtigsten Beispiele. In diesem Fall verwenden wir Kieselgur als wichtigen Darmparasiten und seine zerstörerischen Agenten. Und dann wird aufgeführt, was wir eben mit Kieselgur, Rizinusöl, Neem machen können. Auch andere Heilpflanzen. Es gibt noch weitere wirksame Pflanzen, die wir zur Entwurmung verwenden können. Wenn nach 3 Monaten der Behandlung das Problem weiterhin besteht, können wir die Art der Pflanze ändern oder eine Pflanzenart wiederholen. Wenn sie sich im Monat davor als wirksam erwiesen hat. Wir können Pflanzen kombinieren oder individuell nutzen. Und dann kommt eine Auflistung, was wir dort tun können. Da gehört übrigens auch Knoblauch dazu, da gehören Kürbiskerne dazu und deren Kombination auch Papaya und Papayasamen. Ja, so wird es aufgeführt. Ein weiteres wirksames Hausmittel ist die Karotte, welche durch ihre chemische Zusammensetzung die Schädlinge attackiert und sie an ihrer Entwicklung hindert. Als eine der natürlichsten Behandlungen wird den Kindern an jedem Morgen eine kleine Tasse fein geriebener Karotten gegeben. Solange bis das Problem behoben ist. Ja, und dann werden noch Gewürze aufgezählt und so weiter. Schließlich möchte ich einen rechtlichen Hinweis geben, der notwendig ist in unserem Rechtssystem. Ich beginne. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für ausgewogene Ernährung. Für Kinder unzulänglich aufbewahren, nicht die empfohlene Dosis überschreiten. Bei schlechter Reaktion auf das Produkt sofort absetzen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel verwenden möchten und gleichzeitig in Behandlung wegen einer Erkrankung sind, sowie wenn Sie schwanger oder stillend sind. Die Verordnung der EG, also Nummer 1924/2006 des Europäischen Parlaments, schränkt Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel ein. Somit darf ab dem 12. Dezember schon seit 2012 nicht mehr wie bisher auf die ernährungsphysiologische Wirkung von Lebensmitteln und Nahrungsmitteln hingewiesen werden. Dies darf nur noch die Pharmaindustrie. Das sollten Sie also auch wissen und das soll ein kleiner Disclaimer für mich gewesen sein. Wissen und daraus Ihre wichtigen Erkenntnisse ziehen und Schlussfolgerungen für das tägliche Leben. Wir haben also nicht nur den Umgang mit Agilcare, sondern auch die hier angegebenen Maßnahmen einzuhalten, um ein Leben ohne Krankheit zu genießen.